Ein Kinderheim in Lesotho. Hier wollen sie helfen. Judith und Axel Milberg engagieren sich seit Jahren für das Land und seine Einwohner. In Zusammenarbeit mit der Umkaloabo-Stiftung wollen sie Zukunftsperspektiven schaffen. Das ist ein Kinderheim, in dem etwa 60 Kinder leben. Kinder, die ihre Eltern verloren haben, weil sie an AIDS gestorben sind. Kinder, die aus Familien kommen, in denen sie zum Teil missbraucht worden sind und die deswegen nicht mehr in diesen Familien leben können. Kinder, die eigentlich keine Heimat mehr haben, und für diese Kinder ist dieses Kinderheim ihre neue Heimat geworden. Besonders ein Schicksal geht Axel Milberg nahe. Ich habe vorhin hier die Leiterin Barbara gefragt in dem weißen Haus Mansasse, hier wo wir sind in Lesotho, was mit ihm passiert ist. Und Sidise ist als kleines Kind eingesperrt worden von Eltern, die nicht seine eigenen sind, in einem Stall mit einer Ziege und einem Hund zusammen. Er kann nicht sprechen, er kann nicht gehen, und es wird aber ein Therapeut kommen und man hofft, dass man auch die Beine operieren kann und dass es sich irgendwann bessern wird. Das Heim ist für die Kinder längst mehr als ein Familienersatz. Für den kleinen Sedise bedeutet es Hoffnung auf ein neues Leben. Er hat mich zur Seite genommen und mir ins Ohr und mir irgendein Gegenstand in die Hand gedrückt und mir gezeigt, was ich machen soll und so. Also er ist in sich ganz glücklich und selig und spürt, da ist eine Papierwand eigentlich, die kann ich vielleicht durchstoßen und sprechen. Das läuft jetzt noch sehr stark über Imitation der Laute und Sätze und Wörter der anderen, aber das kommt. Das Heim liegt in einem der ärmsten Länder der Welt. Judith Milberg bewundert vor allem das Durchhaltevermögen der Kinder. Die Kinder, die alle schreckliche Schicksale hier haben, er zum Beispiel, seine Mutter ist HIV-positiv, sie ist bereits an AIDS erkrankt und sie ist nicht in der Lage, ihn mehr zu versorgen. Der Vater ist bereits an AIDS gestorben. Dennoch sind die Kinder hier in dieser Kindergemeinschaft glücklich. Sie haben eine Ersatzfamilie gefunden und sie sind happy und es geht ihnen gut. Den Kindern draußen, die in schrecklichen Verhältnissen leben, denen geht es bei weitem nicht so gut wie den Kindern hier. Das ist im Prinzip das Paradies. Kinder glücklich machen, das ist auch eines der Ziele der Umkaloabo-Stiftung. Wir unterstützen dieses Kinderheim seit vielen Jahren. Es ist in Lesotho gelegen und wir beziehen unseren Rohstoff zum Teil für Umkaloabo aus Lesotho. Und deswegen ist es eines der Projekte, die wir schon seit vielen Jahren gemacht haben, um einen Teil dessen, was wir mit dem Rohstoff verdienen, wieder zurückzugeben. Dass dieses Projekt jetzt unter das Dach der Umkaloabo-Stiftung gepackt ist, ist eigentlich nur logisch und folgerichtig. Die Menschen in Lesotho haben trotz Armut ihre Lebensfreude nicht verloren. Sie bedanken sich bei Judith und Axel Milberg auf ihre ganz eigene Weise. Für den Schauspieler und seine Frau wird es nicht der letzte Besuch gewesen sein.